Boah, was ein Scheiß-Rennen, Alter. Ey, da so fährt doch kein verfickter Mensch. Echt? Mach dein Auto kaputt. Ja. Spinn doch. Von einem Auge kommen hat. Ja. So, mal gucken, wie viele Zuschauer ich gleich krieg. Und nochmal. Ja, ich kenne das, Händchen, ich kenne das. Es fuckt einen richtig ab Aber es ist, irgendwann. na ja, aber weißt du, was abfuckt? Dass es Bullshit ist, was es nicht Ja, in ich deiner weiß es doch. fahrerischen Können, dass du es Ich schaffst, weiß sondern es einfach doch. am Bullshit-Faktor. Und das kotzt mich so an, ey. Ich weiß es doch, Mann, ich weiß es doch. Okay, Google. Red Bull Und Bulle. wenn es nach dem Spiegel gerade geht, da kann kein Block alles, aber kein Auto fahren. Der knallt hier überall gegen. Ja, was ist das jetzt? Weißt du, was ich schwul finde, dass du nicht ranzoomen kannst beim Das Decallen. was? Nicht ranzoomen. Ach so.
Bin gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Boah, das wird sicher wieder Stunden in Anspruch nehmen, ey. Allein schon die eine Seite hier fertig zu kriegen. Mache ich denn die jetzt am besten? Ey, das kann nicht so sein. Nein, 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 nein. Hey. Hallo. Nein, 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 nein. Das sag nicht sowas. Hey Peter, ich habe schon wieder ein neues Projekt. Sieht man es noch nicht? Nein. Guckst du mir gerade zu, oder wie? Ohne Scheiß, den M4 kann ich echt empfehlen. Ich hab das Ding gerade auf Drift eingestellt, ne? Muss gucken. Das habe ich auch schon gesehen. Ich finde, das sieht fetzig aus, der Minion. Also, da kannst du nichts sagen. Die ist gut. Kacke. Wenn es nur so einfach wäre. Wenn es nur so einfach wäre.
gucken, wie das wird. Ach. Mann, ich klicke immer die falschen Knöpfe, Mann. Ach, das hier war. Ah, hier ist es. Gefunden. Wenn ich überlege, dass ich das ganze Ding hier viermal machen muss, vier verkackte Mal, boah, kotzt du mir das jetzt schon an, ey, ne? Weil es geil ist. Weil das bis jetzt noch keiner gemacht hat und ich ein einzigartiges Auto möchte. Weil meine DTM-Modelle kennt ja schon jeder. Mein Safety Car. Aber das hier hat noch keiner gebracht. Es gibt heute Abend bei uns so ein Saufgelage, ne? Ja, dass ich jetzt endlich einen Job habe. Ein Kollege, der mir den Job beschafft hat bei sich in der Firma, der... Also wir machen heute Abend Pizza zusammen. Selber gemachte. Und dann wird gesoffen hier ohne Ende. ...135.000 Punkte beim Driften sammeln. Ach du Scheiße. GZ? Na, Peter, hast du immer noch nicht reingeguckt bei mir? Ja, ich schwöre bei Gott, du wirst es gleich erkennen, was ich mache. Mittlerweile nimmt es Form an und mittlerweile sieht es schon richtig, richtig fett aus. Mal gucken, was die Leute schreiben. Ich habe nämlich bei der Facebook-Gruppe gesagt, ich mache hier ein Tutorial, ein zweites. Ich glaube, das sind schon ziemlich viele...
Und bist du schon, guckst du schon zu oder? So. Ich mach das Ding viermal. Auf die andere Seite kommt's noch. Und dann kommt auf der Motorhaube, hast du eigentlich den roten Kreis oder den gelben Kreis, weißt du, wo beide aneinander klatschen. Aber ich mach dann, ich versuch dann in der Mitte, ja, ich will mal gucken, was ich noch mache. Ich hatte eigentlich vor, dass ich so das BMW-Logo auf die Motorhaube drauf mache. Ich hab's auf dem Handy. Ja, aus dem Kopf kann ich das nicht. Ich bin also aus dem, da bin ich echt ehrlich, aus dem Kopf kann ich so eine Scheiße nicht machen. Oh Scheiße, das habe ich nicht. Alter, 135.000 Driftpunkte. Musste haben oder wie? Ja, und ich habe 127.000 geschafft. Bah, ist das abartig. Henschi, ich bin gerade schon dezent stolz auf mich. Schön. Alter, du musst. Alter, ich zauber hier gerade einen Red Bull Bullen hin, ja. Ja. Richtig fetzig sieht das Ding aus. Überträgst du auf Twitch oder was? Ja, ja. Bis jetzt schon, ja. Wie soll. Ach, wie Gott. Alleine, was der soll ich sonst machen? Fernseher aufgeklebt, ey. Das tut nur so. Also, ich habe bei YouTube bis jetzt noch keins gefunden. Also, ich habe, ja. Red Bull eingegeben bei YouTube, bei Google und dann halt den Stier schön von der Seite und den. Ach du laberst, da läuft Werbung, Alter, du machst gar nichts. Da läuft Werbung.
mache ich denn das jetzt hier? Ach, das sieht gar nicht mal so gut aus. Warum gucken dir keiner zu? Weiß ich nicht. Schweine! Aber schlecht sieht's nicht aus, oder bis jetzt? Nee, ist gut. Weißt du, als ich bevor ich angefangen habe, dachte ich so, oh, das ist eine geile Idee, ne? Jetzt denke ich mir so. Jetzt denke ich mir so, Alter, da hast du dich in was reingeritten, ne? Das war damals wie bei mir mit dem Iron Man auf bei Forza. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, wenn das Ding fertig ist, dann lohnt es sich, weil ich glaube, das Ding macht so schnell keiner nach. Das Einzige, was scheiße ist, dass der Stick vom Controller so hässlich reagiert, ne? Hallo? Ah, das geht doch. Ach. Alter, ich hol mir jetzt gleich einen Stuhl und hock mich 10 cm von Fernseher, ey. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar, nur dass ich es mit der Decke mache. Ganz kurz AFK.
Konzentration. So. Das Handy noch mitnehmen. Je näher ich vor dem Fernseher sitze, desto größer wird's. Das ist der Mann. Das ist der analoge Zoom, wenn sie schon kein Zoom ins Spiel einbauen. Ich sitze jetzt ohne Scheiß 30 cm vom Fernseher weg. Weißt du, wie viele Punkte ich gesammelt habe? Ja. 151.000. Weißt du, wie viele Sekunden ich zu spät kam? Ja. 0,23. Also, du musst es auch noch rechtzeitig ins Ziel schaffen, oder wie? Ja, klar! Okay, krass. Ich hab jetzt zu dir eiskalt fehlgeschlagen, Digga. Was? Fehlgeschlagen? 100. Ist egal. Und nochmal. Karre sieht schon aus wie ein Klo, ey. Dein oder wie? Total am Arsch oder was? Ja, klar. Mann, ey. Schade, dass man die Lackierung nicht einfach so verkaufen kann, wie bei Forza oder so. Ja, bei Forza konntest du es dann nachher auch nicht mehr. Ja. Deine Autos verticken im Auktionshaus oder sowas, ein Bullshit ist, ey. Ja, warum das? Ah, du hast doch eine bestimmte Anzahl an Dingen, die du drauf machen kannst, ne? Ja, ja, klar, ich weiß, aber das sind ja wie ewig viele. Ja, ja. Oh, Alter, das geht echt in die Augen, ey, und ich hab schon eine Brille an, ey. Ein Kollege heute Abend vorbeikommt, rastet er erstmal komplett aus, wenn er das Auto sieht. Wobei, heute Abend bin ich eh noch nicht fertig.
Ah. In solchen Situationen hätte ich gerne eine Maus und eine Tastatur, ey. Und wieder was schlagen. Oh, Alter. Ey, Peter. Nee, das Weiße ist fertig. Jetzt kommt der ganze Scheiß noch mal in Rot, ja? Weißt du Bescheid, oder? CE-Fehler. Du oder was? Nee, du. Achso. Fick dich. Beschwör den Teufel nicht heraus, ja? So, erstmal einfärben die Scheiße. Alter. Super, jetzt habe ich es geschafft und mir fehlen 4000 Punkte. Ja. Oh, so scheiße. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kaufe mal ein Auto. Oh, egal. Was mache ich jetzt mit meinen über 200.000 Euro? Das habe ich mir auch gedacht. Cool. Weißt du, was ich dann mache? Dann reiße ich den Bullen die Eier ab.
auch nicht. Kann sein gleich sein, aber spare ich mir da auch ein paar Punkte. Yes. Herr Handcheck, das tut nicht Not, ne? Was? So. Ich kaufe ein neues Auto, jetzt wo ich 220.000 Euro habe. Wozu kommst du deinen Laden aus? Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ja, ich weiß, ich sehe es ja. Also, könnte eventuell eng werden, ne? Ja. Ja gut, ich kann ja eventuell ein paar Laken unten drunter dann noch mal löschen, weißt du, das Weiß, was dann eh von Rot überdeckt ist unten. Ja, klar. Also ich denke mal, zur Not kann ich dazu noch das eine oder andere löschen. Aber ich glaube, den auf der zweiten Seite schaffe ich nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Allgemein nicht mehr? Ich glaube nicht, dass ich dafür noch Platz habe. Auf der anderen Seite, weißt du? Also auf beiden Seiten stirbt zaubern. Ach so, Moment. Du hast doch pro Seite immer neu.
Erst, weißt du, was ich jetzt mache? Erstmal kurz abspeichern. Sinnvoll. Und weiter geht's. Oh. Ich habe ein geiles Kennzeichen, das ist FCKFRRI. Mhm. Fuck Ferrari. Soll ich dir mal was Cooles sagen? Mhm. Bin mit dem roten Umriss gleich fertig. Ich weiß, ich hab's gerade zugeguckt. Nur mein Tablet ist jetzt fast alle. Soll ich dir was sagen? Hm. Ich hab jetzt den Lamborghini auf über 1000 PS und irgendwie habe ich jetzt gerade eben die Motivation am Spiel verloren. Jetzt habe ich ihn doch jedes Mal. Mann, ich krieg den Balken nicht so hin, wie ich ihn haben möchte. Jetzt bin ich mal gespannt. So, aber ich werde jetzt in einer halben Stunde mich wahrscheinlich von dir verabschieden.
muss mich umziehen, muss noch zum Geburtstag. Und dann bin ich heute Abend irgendwann da. Ja, heute Abend bin ich nicht wahrscheinlich da. Wahrscheinlich. Ah ja, du bist ja feiern. Naja, muss auch mal sein. Man kommt zu mir und feiert bei mir. Schön. Muss auch sein. Also vielleicht spiele ich Need for Speed, aber dann spiele ich mit einem Kollegen, beziehungsweise die Frauen spielen vielleicht auch. Ich habe gerade eine neue Idee gehabt, ey. Weißt du, wenn es mir von dem Material auf der rechten Seite für nichts mehr Gescheites reicht, weißt du, was ich dann auf die rechte Seite mache? Hä? Nürburgring. Ja, können wir mal machen. Ja, geil. Ey, ohne Scheiße. Ich hab schon eine gesteckt, oder nein, die steckt sogar im Spiel. Und es ist immer noch so, dass die mit dem Rubberbanding-Effekt rankommen, ne? Hm. Haben jetzt aber schon ganz viele geschrieben, dass sie das rausnehmen sollen. Und bis jetzt hat ja Need for Speed auf die Community gehört. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Wahrscheinlich noch nicht gleich im nächsten Patch, aber... Vielleicht wird es ja noch geändert. Aber vielleicht können sie es auch nicht ändern. Ich weiß es nicht. Ja, so geil, ne? Hammer ist das. Ausflippen bei so einer Scheiße. Ich hole mir gleich Battlefield, Black Ops. Fährst du in die Stadt oder wie? Ja, ich muss da sowieso noch einkaufen und da ist direkt im Einkaufscenter ist auch Mediamarkt. Und bei Mediamarkt haben sie es für 59 Euro. Okay, cool. Ja, für den Singleplayer, die soll ja auch einige Stunden gehen, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja. Alter, es ist... Alter, Henchy, ey, leck mich am Arsch. Das wird mein Meisterwerk, ne? Das ist dir bewusst. Ja, ja. Aber weißt du, was ich hier so traurig finde? Hä? Also, wenn du Forza gemacht hättest mal, ne? Oder Forza gezockt hättest, dann wäre das... Da hättest du richtig Spaß gehabt am Basteln für die Autos. Weil du konntest nämlich auch Vorlagen bauen. Das heißt... Du konntest dir, wie auf so einem Blatt Papier, hättest du dir den Red Bull machen können und hättest den dann immer wieder wie so ein Aufkleber verwenden können in deiner eigenen Speicher-Dings, ne? Okay. In deinem eigenen Archiv. Und das war ja halt so sinnvoll. Dann hast du den irgendwann mal diesen Iron Man hatte ich dann fertig und dann konnte ich den in verschiedene Größen. Ich konnte den skalieren, ich konnte alles damit machen und allen Sachen schrei. Du konntest den auf allen Autos draufpacken, ne? Und verkaufen und alles. Und ja, gut, ich meine, du kannst jetzt Need for Speed natürlich nicht damit vergleichen. Aber wenn doch eine. Oder wenn man doch weiß, dass ein Konkurrent etwas so verdammt gut macht, dann darf man doch auch sich diese Sachen. Also, ich meine, es wird ja sowieso kopiert in dem Moment, wo man sagt, ja, du darfst es bei uns auch machen. Aber warum wird es dann nicht so gut gemacht? Warum wird es dann einfach scheiße kopiert? Don't know. Weißt du, was ich meine? Hm? Das ist es. Das stört mich so ein bisschen halt. Und das ist ja auch das, was ich immer am meisten an Gran Turismo gestört habe, dass du deine Autos nicht individualisieren konntest. Die sahen halt einmal alle gleich aus. Ne? Ja. Oh, die Trophäen für Battlefront sind enthüllt.
Herr Henschek. Ja. Das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Ich krieg so Arschkrebs auf dem Boden. Mit einer Decke. Ja, super. Kennst du das, wenn dann die Motivation weg ist? Nö, bei dem Spiel bis jetzt noch nicht. Ja. Du Glücklicher. Hast du Magnus persönliche Herausforderung schon geschafft? Das allerletzte, wo du gegen seinen Porsche fährst? Ja. Ne, die letzten zwei Kurven, da holt er halt extrem auf bei mir. Okay. Also die Umrandung ist fertig, ne? Eine Woche später. Nein, den Rest mache ich nicht später, weil wenn ich jetzt aufhöre, habe ich später keinen Bock mehr.
nicht essen, ne? Bis später, ja. Jo, bis später.
Okay, Google. Nürburgring Strecke.
Robin hier.